Oh, da ist wieder der Ausgang. Schon wieder 26% Fortschritt auf das nächste Level. Okay, der weiß gerade nicht, wo er hin will. Hier weiß ich ja mittlerweile, dass gleich linksrum der Ausgang erscheinen wird. Ich werde wahrscheinlich trotzdem da reinlaufen, oder? Prozent gleich. Vielleicht mache ich noch eine Kiste mit schneller zum Stufenaufstieg auf. Andere Richtung. Yeah.
Da war der Ausgang wieder. Da wollte ich noch nicht raus. Ich würde sagen, genau pünktlich zu Xaka werden wir hiermit fertig. So, das war der Level Up. Einmal hier hochklettern. Und dann warten wir hier. Pack das Schwertchen weg. So. Ich schau mal, was wir an Talentpunkten ausgeben können. Für unsere Passiven hoffentlich. Okay, die Erweckungsquest, die
Oder die Wiedergeburtsquest gibt es erst nach Stufe 56. Und Shift und Q werde ich noch leveln. Und jetzt noch die paar Minuten warten. Was haben wir denn sonst noch so im Inventar jetzt? Ein paar Schwarzsteine haben wir bekommen, ein paar zeitgefüllte Schwarzsteine. Ein bisschen Schrott. Überbleibsel von unserem Kampf mit Garmoth. Heiltränke könnte ich noch auffüllen. Habe ich noch ein paar Heiltränke im Zentralmarkt liegen. Die sollten ziemlich weit oben sein. Einmal 100. Und ins Inventar. Die kann ich jetzt im Moment mal ins Lager in Heidel packen. Okay, der Tee, der hilft gegen Kälte. Das war Nova. Oder? Nein. Tschüss. Weg hier. Was ist das für ein Xaka? Das ist ein Albtraumhafter. Auf jeden Fall scheint es gerade, dass wir hier auf dem Server die einzigen sind. Wieder auf Seite. Okay. Nova ist wahrscheinlich ein Albtraumhafter gewesen.
Weg hier, weg hier, weg hier. Also man sieht auch gerade wieder ganz gut, dass die Lebenspunkte von Xhaka wirklich über alle Server geteilt werden. Sonst hätte er nämlich jetzt hier noch deutlich mehr. Und weg. Diese Wellen in dem Blut darunter sind meistens das Zeichen dafür, dass eine Ult angeflogen kommt. Nochmal weg, heilen. Während man sich nicht bewegen kann, wie zum Beispiel bei dem Schild, geht das Heilen auch besser. Okay, einmal den Kristall. 5 Goldbarren. Aber sonst nicht besonders atemberaubend. Andererseits, immerhin haben wir bei Xhaka überlebt. Jetzt wieder zu Ferdi. Diese Wegfindung. Da haben wir noch größere Goldbarren bekommen als nur die 500.000 Eingramm. Wir haben auch noch 3 Millionen in 10 Gramm Goldbarren bekommen. Okay, dann war der Loot doch relativ ordentlich. Einmal noch mit ihm hier reden. Haben eine mysteriöse Kiste bekommen. Und dann können wir uns jetzt der Quest für den Schenker-Folianten widmen.